Hallo und herzlich willkommen hier bei Pico 1988 zu einem weiteren besten Games aller Zeiten Stream. Und heute haben wir wieder The Legend of Zelda Twilight Princess HD mit Folge Nummer 6. Und ja, wir haben letztes Mal so die Einführungsphase überstanden. Beziehungsweise vorletztes Mal. Wir haben ja schon den ersten weiteren Dungeon gemacht. Ja, und jetzt haben wir das Ziel, dass wir den Schattenspiegel wieder wieder aufbauen müssen und dazu die drei Teile brauchen. Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder nach Schloss Hyrule gehen, nachdem wir jetzt das gemacht haben, um zu wissen, wo wir weitermachen müssen. Damit ist es nicht wirklich schneller. Aber es war mir irgendwie vorher auch schon bewusst, dass es nicht viel schneller gehen wird damit. So, was haben wir denn hier Schönes? Wie geht's eigentlich der kleinen Ilia? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerung zu bekommen. Ja, ja, okay. Im Moment versuchen wir noch etwas herauszubekommen, aber wenn es soweit ist, wirst du soweit informiert. Aha. Soll ich dir noch einmal von der Kum... Nein. Oh, Link, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Und hast du in dieser Wüstenburg etwas gefunden? Du musst nämlich wissen, früher habe ich am Hof von Hyrule gearbeitet und war für die Erziehung der Prinzessin verantwortlich. Von dem verfluchten Spiegel, der sich in der Wüstenburg befindet, habe ich an jenen Tagen gehört. Aha. Okay. Ashley ist gerade unterwegs. Sie meinte, sie will sich einmal in den Schneebergen umsehen. Okay. Das heißt, eigentlich wir müssten quasi zur Zora-Höhle. Okay. Zora-Höhle. Das gar nicht. Okay. So, wir erstmal nach draußen. Bleibst du stehen? Nicht runterfallen. Was soll das denn? So. Aber der Fleck ist ja eher. Was ist hier? Wow. Okay, das war nicht so gut.
Warte, ein bisschen weiter weg. Hier wieder, oder? Aber wo ist denn jetzt die gute Frau? Bin ich hier wieder... Es muss hier sein. Weil. Au. Es ist komisch, weil. Die Ding ist irgendwie außerhalb der Karte. Das ist irgendwie bescheiden. Ist ja hier oben irgendwie. Kann man irgendwie. Superhügel wäre ja schon zu weit. Da ja. Und da irgendwie hoch. Wenn ja, wie? Ha. Auf jeden Fall danke für die 5 Bits. Bei Anonym fällt mir fast nur Mina ein, aber vielleicht ist es auch jemand anderes. Wie auch immer das war, bisher hatten die Anonymen auch immer nur Mina geschickt. Wenn es nicht so ist, dann auf jeden Fall danke. Mina ist gar nicht da. Ah. Tja, ominös. Ach, du warst das Flying Eagle. Reto. Gehe ich mal von aus, dann ist es. Das ist immer schön. Was? Tu doch nicht so! Mann, verarscht mich doch nicht. Ich war gar nichts. Ja, auf jeden Fall danke für den anonymen. Ich bin jetzt erst gekommen. Für die anonymen 5 Bits. Arsch mich doch nicht. Aber ist okay. Ja, hallöchen, Reto. Na, alles klar bei dir? Wie komme ich jetzt da hoch? Es macht sich auf jeden Fall jemand einen Spaß, hier zu. Von den 5 Bits jetzt auf. 8 Bits zu gehen. Das ist mir suspekt, die Klinik muss ja. Geht gut, das ist sehr schön. Ja, ich kann nicht klagen, denke ich mal. Danke der Nachfrage. Was ist denn hier hinten? Was machst du denn hier? Aber der besteht nur an den Zora. Ich weiß gar nicht, wen ich den geben soll. Da ist jemand ein bisschen verwirrt. Den Frust vom Montag verdaut. Ja, ich hab danach noch weiter. Also, das ist danach. Ich hab dann. Oh, Scheiße. Ich hab dann so kurz vor. Achso. Kurz vor 12 habe ich das nochmal versucht. Also, ich hab offscreen nochmal so 8, 9 Versuche gemacht. Und
Dann habe ich es tatsächlich geschafft, den kaputt zu kriegen. Oh. Ach, ich hab das Gewand nicht an. Fuck. Kann ich das jetzt noch anziehen? Da ist sie. Oh Mann. Also, nur dass ich falsch verstehe. Also nochmal vielen Dank für die 8 Bits an den anonymen Spender. Die Schneeberge. Was machst du eigentlich an so einem gefährlichen Ort wie diesem hier? Seitdem die Höhle der Zoras eingefroren war, ist es in diesen Bergen extrem kalt geworden. Außerdem habe ich von den Zoras eine seltsame Geschichte gehört. In letzter Zeit ist der Wilde, der tief in diesen Bergen lebt, häufig hier aufgetaucht. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe also hier Wache gestanden und tatsächlich ist dieser Riese hier aufgetaucht. Hier, so sah er aus. Das ist Ashleys Zeichnung. Sie zeigt eine riesige weiße Kreatur, die einen roten Fisch geschultert hat. Lege sie auf und zeige sie verschiedenen Leuten. Vielleicht erfährst du etwas über ihren Inhalt. Scheint, als hätte er aus der Höhle einen knallroten Fisch gestohlen. Ich würde ihn zu gern verfolgen, aber in diesem Schneegestöber finde ich den Weg nicht. Du bist bestimmt auch in die Berge, aber wenn du kein Mittel hast, hier durchzukommen, solltest du das besser lassen. Oh. Ja, jetzt nochmal danke für die 2 Bits. Jetzt kommen wir auf 10. Mathematik, schön. Ja, heißt es jetzt, ich muss jedem Deppen hier diesen blöden Brief zeigen und darauf hoffen, dass mir irgendjemand erklären kann, was ich damit jetzt anfangen soll. Und am ehesten wahrscheinlich Zoras. Der Wilde aus den Schneebergen? Nanu, was er da unter dem abträgt, ist doch eine Dunstforelle. Deshalb ist er in letzter Zeit so oft hier. Das hat er wohl auf Dunst. Er hat es wohl auf Dunstforellen abgesehen. Hätte nie gedacht, dass jemand anders als Prinz Ralis einen solchen Fisch fangen würde. Der Fisch, den dieser Wilde gefangen hat. Prinz Ralis ist sehr geschickt darin, diese Fische zu fangen. Oh, der Prinz, wie es ihm wohl jetzt geht. Ah, der ist doch in Kakariko. Ah. Die haben ihn doch da zur... Das heißt, wir müssen wohl nach Kakariko. Oh, Leute in der Nähe. So, jetzt nicht mehr. Willst du mich verarschen? Die sehen mich doch nicht. Ja, der Urkra, hallöchen. Warum nutzt der jetzt auf einmal plötzlich Sticker? Was ist mit euch los heute? Irgendjemand schickt hier anonyme Tiers und der Nächste nimmt mal Sticker her. Was ist los mit euch? Hallöchen, Display. Wenigstens Display ist normal. Ist ja unglaublich. Thank you.
Es geht dem kleinen Zora zwar wieder gut, aber er wirkt irgendwie deprimiert. Er macht keinerlei Anstalten, sich mit uns anzufreunden. Rennt immer nur zum Friedhof. Sag mal, Link, kannst du vielleicht mal mit ihm reden? Zum Friedhof, okay. Schauen wir mal, ob wir schnell mal Geld loswerden können hier. Jetzt hat er sogar... Willkommen im Maromarkt! Die Leute sagen, einer der Läden in Heilungsstadt betreibt Wucher und die Bewohner leiden darunter. Auch den Bewohnern in ihrer Not zu helfen, haben wir das Team vom Maromarkt einen Rettungsplan erstellt. Und zunächst müssen wir der zerstörten Brücke vom Ostteil der Stadt zur Ebene reparieren, um den Transport sicherzustellen. Und dann werden wir den Laden in Heilungsstadt kaufen und die Waren billiger anbieten. Aber wir haben ein Problem, unser Kapital für die Öffnung des neuen Ladens reicht leider nicht ganz aus. Leiste auch du einen Beitrag zum Unterstützungsfonds für Land... für Laden in Heilungsstadt. Ist doch für die ganzen armen Leute dort. Was zur Hölle? Holzschild. Der hat ja auch nichts dabei. Nichts, was ich brauchen könnte, zumindest. Ich finde aber genügend Geld zu beschaffen. Ja, ich würde ja Geld tatsächlich. 1000 Rubine! Ja, so viel habe ich jetzt gerade nicht. Ich gebe dir mal 300 erstmal. Die redet ja vom Wucher, ey. Hättest du jetzt eine Börse oder so gehabt, hätte ich die gekauft, aber du hast nicht mal eine Börse dabei. Ja, ja. Schon gut. Ich wollte mit. Was? Wenn du auf meinen Rücken steigst, steuere ich dich bis zur heißen Quelle am Hotel. Nein, danke. Das habe ich jetzt nicht vor. Auf zum Friedhof. Der wird wahrscheinlich da sein, wo seine Mutter begraben ist. Weißt du nicht, woher er das weiß? Oh, Gott, der Friedhof, verdammt. Zum Friedhof ging es hier unten weiter. Ameise gefangen. Juhu. Ja, okay. Du bist Link, nicht wahr? Meine dahingeschiedene Mutter ist mir im Traum erschienen und zeigte mir deine Gestalt. Sie sagte, dass ein Held namens Link die Zoras und auch mich selbst gerettet hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn ich dir irgendwie nützlich sein kann, lass es mich wissen. Jederzeit. Bitte. Oh, da habe ich was für dich. Ist das nicht dieser Wilde aus den Schneebergen? Aber sieh dir doch mal den roten Fisch an. Das ist ganz sicher eine Dunstforelle. Ein seltener Fisch, den es nur in den Höhlen der Zoras gibt. Sie bevorzugt eine bestimmte wertvolle Koralle. Ohne diesen gelingt es auch uns kaum, diesen Fisch zu fangen. Sieh mal, Link, dieser Ohrring ist aus einer solchen Koralle gefertigt. Ich schenke ihn dir.
Du hältst den Korallenohrring, ein herrlicher Schmuck aus den kostbaren Korallen der Zoras in Form eines Angelhakens. Verwende ihn zusammen mit der Angel, wenn du einen Dunstforelle fangen willst. Weißt du, ich hab von meiner Mutter bekommen. Aber nimm ihn nur, ich brauche ihn nicht mehr. Durch dich begreife ich endlich, was meine Mutter sich wünschte und was ich selbst jetzt zu tun habe. Ich werde in unsere Höhle zurückkehren. Dunstforellen findest du an dem Doppelfelsen in der Nähe des Basins unter dem Wasserfall in meiner Heimat. Unter dem Wasserfall, also unten. Okay. Diese Fische sind rot, du wirst sie leicht erkennen. Okay. Eine Angel habe ich ja noch. Ah ja, Angel mit Ohrring ist auch schon dran. Sehr schön. So, können wir uns jetzt hier warpen? Nein, natürlich nicht. Dann wieder ab zur Höhle. Platsch. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei zwei nah beieinander liegenden Felsen unterhalb des Wasserfalls. Hui! Das sieht danach aus, aber wie soll ich denn hier angeln? Man erkennt sie leicht an der roten Färbung. Es sind ja hier nicht mal rote Fische da. Ach doch, da sind sie. Ah, okay. Verstanden. Gut, dann... Nicht den Zora fangen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Was musste ich machen? Scheiße! Ich hab keine Ahnung, wie man angelt. Ich glaube, ich muss einfach nur A drücken. Wie lange muss ich denn noch warten? Ja, ich kapiere das Angelspiel anscheinend noch nicht. Ich kapiere es nicht mehr, sagen wir es mal lieber so. Jetzt hat. Ja, aber. Das ist schon zu lange her mit dem Angeln. Keine Ahnung mehr, was man machen muss. Mehr als Y kann ich ja nicht drücken.
Okay. Ein Dunstforelle! Ein sehr seltener Fisch, den du nur an der Höhle der Zoras findest. Er hat einen sehr intensiven Geruch. Rufe mit Hilfe von unten, dann lass uns ein bisschen auf, um deinen Fisch zu betrachten. Ein... Ah, wir müssen Hund werden. Hund. Geruch der Geister vergessen und Geruch von Mücken, ja? Geruch vom Fisch gewittert. Okay. Aber wie kann jetzt der Fisch... Ja so, ja, den Fisch, den der das Vieh hat. Okay, ja, gut, aber... Okay. Sind das hier Schneefische oder was? Schneewolffische. Ey! Da hoch. Also. Meine Güte, das ist ein langer Weg hier. Da komme ich aber jetzt nicht hoch. Vielleicht. Nee. Oder doch? Ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht brauche ich hier eine Bombe. Nee. Das ist doch mit der. Ja, das geht aber nur an bestimmten Orten. Das geht nicht immer. Das, da habe ich jetzt ja eigentlich ein bisschen geschaut, ob es irgendwo geht, aber. Es wird nirgendwo angezeigt. Wow. Okay. mit einer Bombe?
geht das Ding nicht runter. Aber wenn man halt dagegen stupst, dann fällt's runter, ist klar. Oh, 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 nein! Nein, was? Warum läufst du denn noch 5 Meter weiter? Mann, blöder Wauzi, ey. Ich habe immer noch nicht die andere Dinge erlernt. Fällt mir gerade so ein. Das war falsch. Gott, ich hab dich. Ach. Ist doch falsch. Nein. Kann ich mal bitte zurückgehen? Dafür bin ich gerade nicht aufnahmefähig. Das sieht ja alles sehr einladend aus. Verzieh dich. Ah. Au! Verpiss dich. Hier irgendjemand ein Ding aktiviert. Okay. Ihr müsst heute sehr viel Spaß haben. Also Urgrad anscheinend sehr viel Spaß. Was ist das denn? Zum Thema passend. Okay. Na dann. Hier schon wieder. Boing, boing, boing. Okay. Hat sich nichts geändert? Dann ist irgendwas an der Einstellung falsch. Eigentlich sollte sich schon was ändern. Ach, warte mal, ich glaube, ich weiß, was falsch ist. Ah ja. Nee, das muss so sein. Das war... So, jetzt müsste ich sich eigentlich anders anhören. Hoffe ich doch mal. Aber wenn halt niemand was sagt, dann weiß ich es natürlich nicht.
Junge Urka, rede mit mir. Ich höre nix. Warte mal. Nach Höhle müsste es klingen. Okay, jetzt müsste es aber nach Höhle klingen eigentlich. Oder nicht? Ja. Ja, das ging jetzt erst danach wieder. Da es ja eh ein kostenloser Ding ist, kannst du ihn ja nochmal triggern, wenn du meinst. Oder wann anders das oder einen anderen oder wie auch immer. So. Und da kommt hier irgendwas. Oh, gewöhnliche Farbe für einen Wolf. Sieht lecker aus. Aber heute gibt's schon Fisch. Eigentlich schade. Ja, genau. Weiß jetzt nicht, was jetzt wieder stattfindet. Ich sehe ja nicht, welche gerade jetzt aktiviert wurden. Ich glaube, hier muss ich eher mit dem normalen Link mit ihm reden. Ja. Oh. Dachte ich, es wäre doch, so ein Lärm kann nur von einem Menschen stammen. Was habe ich denn? Was geht ja selten, dass sich einer in dieser Gegend verirrt. Was willst du eigentlich hier? Du bist wohl einer dieser Typen, die auf der Suche nach sich selbst sind. Ja? Ah, die Jugend von heute. Ist dir klar, dass du hier erfrieren könntest? Suchst du irgendwas? Sei ehrlich. Ja, genau. Was? Du bist extra hier gekommen, um diesen Spiegel zu suchen? Das hättest du doch gleich sagen können. Gut geklettert, Respekt. Und du hast Glück, mich hier zu treffen. Hab gerade neulich eine Scherbe von diesem Spiegel gefunden. Vielleicht war das ja das, was du suchst. Also dann, du kannst ja mit zu mir kommen und die Scherbe anschauen. Hab auch gerade diesen leckeren Fisch gefangen. Du kannst ja mit uns essen. Mein Haus ist da unten, ganz unten. Wir rutschen runter, mach's mir nach. Oh nein, nicht wieder rutschen, ich kenn das schon. Oh nein. Okay. Na dann. Ich meine, ich habe Snowboard Kids gespielt. Ich kenne mich mit sowas aus. Nur die Musik dazu. Oh Gott. Okay. Free 60! Woohoo! Oh Gott. Oh Gott. Snowboard Kids, Snowboard Kids! Das hat wirklich etwas, sind Snowboard Kids hier. Oh nein. Oh nein. Nein! Ich war fast da. Und jetzt darf ich wieder von Anfang an anfangen, oder? Natürlich. Aber klar doch.
Natürlich darf ich wieder von vorne anfangen. Bedeutet ja nichts, dass man bis da fast gar nicht runtergekommen ist. Nein, man muss nochmal von vorne anfangen. Yay. Ich sehe da eine Abkürzung, aber die sieht mir nicht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist, glaube ich, noch gefährlicher als das hier. Oh. Muss es hier einfach nur schaffen, auf dem Weg zu bleiben. Ja, genau. Bam. Oh, geht doch. Wir hatten dieses Haus gebaut, ey. Hier ist das? Was ist denn das mit... Was ist mit dem los? Für ein Schneemenschen wohnt er in einem mächtigen Palast? Das ist der Teil vom Game. Aha. Okay. Guten Tag. Die Bergruine. Ach, das ist ein Dungeon. Oh mein Gott. Oh, da ist ein Geist. Okay, weil es das hier gibt, ist interessanterweise eventuell vermutlich die Ding auch gar nicht mal so verkehrt, wenn ich die Lampe nehme. Muss ich mir erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Mit dem Enterhaken kann ich mich da nicht rüber hangeln, glaube ich. Das ist, glaube ich, gibt so eine Ding nicht mehr her. Okay. Nee. Ich mag diese Stimmverzerrung. Das ist schön für dich, Urkra. Es freut mich, dass ich dir so eine Freude damit mache. Oh Gott, sind das viele Räume. Da ist er ja. Wer... Oh, es ist wie jemand anders. Wer bist du? Oh, verzeiht mir, ich fühle mich nicht gut. Kannst du etwas näher kommen? Nein. Zu Beginn meistens, ich will dich auffressen. Noch nie Rotkäppchen und der böse Wolf gesehen. Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Ein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Ein Mann hat ihn gefunden. Er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Werde ich ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deshalb haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen.
Warte einen Moment, ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Karte des Anwesens, grünerem. Okay. Das Fieber vernebelt meine Sinne, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihn in das Zimmer mit dieser Markierung gelegt. Ach du Scheiße. Warum braucht man so viele Räume? Aber ich kann ja noch nicht mal aufstehen. Willst du ihn mir bitte bringen? Versuche es zunächst mit der Tür da drüben. Ist das dein Ernst? Warum habt ihr so viele Räume? Was soll das denn? Oh, da bist du ja. Meine Frau sah gar nicht gut aus, oder? Ist krank, seit der Spiegel im Haus ist. Deshalb koche ich ihr jetzt eine gute Suppe. Die Fische von der Höhle der Zuras sind die besten. Isst du auch was davon, wenn du erschöpft bist? Das macht dich wieder frisch. Danke, ich glaube, ich bin aktuell frisch. Oh nein. Eisrätsel. Oh ja. Das sind mir die Liebsten. Die rutschen dann immer einmal komplett weg. Genau. Okay. Ah, oh, da ist ja noch einer. Oh. Okay. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wie das ablaufen könnte. Nein? Nein. Okay, ich weiß es doch nicht ungefähr, wie das ablaufen könnte. Jetzt muss ich ja erst einmal... Vielleicht erst einmal überhaupt die unterste Tür rauskriegen. Das war jetzt nicht sehr schlau. Das klappt so nicht. Aber ich habe schon... Das ist jetzt noch nicht allzu schwer. Das kriege ich schon jetzt noch hin. Au. So. Ich hasse Eis. Gut. Die Tür ist schon mal offen. Ich freue mich auf jeden Boss. Die sind relativ cool, gut hier gemacht. So. Was sieht hier danach aus, als könnte ich hier durch, könnte ich mich hier durchbuddeln. Ja. Ich mag den Dungeon Maker. Ja, es ist auch. Auf jeden Fall ist es mal interessant, dass es so ein Haus ist. Okay. Oh. Wow. Nicht schon wieder. Könnt ihr mal. Rubine. Okay. Was ist das hier? Das scheint auch eine Truhe zu sein. Also das Dungeon-Item muss irgendwas mit Feuer sein. Vielleicht ein Feuerstab oder so.
Ich mag nicht, wie ihr aussieht. Das, ihr macht mich fertig. Genau. Mag euch nicht. Geh weit. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Braucht man da einen Schlüssel? Ja. Ich habe keinen Schlüssel. Geh weg. Okay, ich brauche erst einen Schlüssel. Schlüssel, 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 Schlüssel. Darüber komme ich nicht. Nee. Vielleicht. Ich zweifle es zwar, aber vielleicht. Nein! Oh. Scheiße, die frieren ein. Okay. Warum sollte ich denn das können? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Okay, aktuell. Keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Brauche einen Schlüssel. Einen Schlüssel habe ich noch nicht. Aber eigentlich müsste es hier weitergehen, weil der mir hier ja davon erzählt hat. Ach, kann ich die vielleicht ausbuddeln? Ah! Die Steuerung mit dem Hund ist ein, mit dem Wolf ist ein bisschen schwierig. Da ist der kleine Schlüssel. Oh, okay. Ah, und mit dem Hund könnte ich hier auch durch. Mit dem Wolf. Meine Güte, mit dem Wolf kann ich hier durch. Hilft mir trotzdem nichts, weil ich muss hier trotzdem zum Link werden. So. Hm. Ah, zu spät das Schwert ausgeholt. Die Steuerung mit dem Wolf ist gleich 0, 1, 1, 0. Ja, okay. Nur Vollgas oder stehen geht. Ja, irgendwie schon, das stimmt. Okay. Ja. Wie überraschend. Was seid ihr denn? Ah, fuck. Hier irgendjemand eine Stimme. Ey! Immer gerade, wenn ich einen habe. Okay, das muss ich irgendwie anders das angehen. Ey! Hier! Friss das! Nein, warum? Nein! Alter!
ja richtig. Okay, das hat mir jetzt viel mehr Probleme bereitet, als es sollte. Oh, was ist jetzt hier drin? Wahrscheinlich der Kompass. Du hältst deinen Ordon-Kürbis. Dieser Kürbis stand aus dem Haumeid auf Ordon. Nee. Was ist das? Der gehört doch hier ganz sicher nicht hin. Sollten wir nochmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnert, wo der Schlüssel ist? Ja, das war da auf jeden Fall nicht. Vor allen Dingen, sie hat doch gesagt, im dritten Stock. Wo waren wir jetzt gerade? Mit Sicherheit nicht im dritten Stock. Oh. Wo kommen wir denn hier hin? Ich kann den überhaupt nicht bewegen. Wofür ist er denn dann da? Also ich kann ihn auch nicht nach hinten bewegen. Es geht aber auch, glaube ich, gar nicht, weil er ihn gar nicht fassen kann. Und es ist hier vielleicht so eine Art, etwas ist das dann eine Abkürzung hier oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall komme ich jetzt hier nicht weiter. Jetzt würde ich gerne was von der Suppe haben. Welches Aromor wäre wohl am besten? Hm? Kürbis? Hast du einen Kürbis? Ey! Ah, ein Kürbis! Was soll das denn jetzt? Danke! Probier doch mal! Ich soll das bloß füllen. Ich habe ja hier noch eine Milch. Du füllst normale Suppe in deine Flasche. Sie riecht nach süßen Kürbis. Lege, ja, ja. Lecker. Nimm mal noch was davon. So. Hast du ihn gefunden? Hm? Ein Kürbis? Wie kommt der denn hierher? Wo kann er denn nur sein? Vielleicht in diesem Zimmer dort? Hier, wo ich das Zeichen gemacht habe. Du hast doch gesagt, er wäre im dritten Flur. Willst du bitte noch einmal nachschauen? Hier mit dem Hund sich zu bewegen, ist um einiges besser. Wo kommst du her? Denn jetzt wieder?
Da brauche ich, glaube ich, eine Kugel. Ah, warte mal, was haben wir denn hier? Sieht danach aus, aber... Oh, Volltreffer. Nicht, dass ich das geplant hätte. Nein! Das war zu weit. Bedienungsanleitung, Kanone, führe als Kugel, setze Bomben, entzünde. Aha, wow. Mein Problem ist, ich habe jetzt natürlich keine, kann jetzt nicht entzünden, weil ich keine, Scheiße, ich habe kein Öl. Ich müsste erst Öl nachfüllen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. In der Haupthalle gab es ja, glaube ich, eins. Da war ja ein. Mindestens war vorher einer da. Wollen wir das mal aussaufen hier? Da. Nein, das ist doch nicht trinken! Link, du Vollidiot! Ja. Ist das überhaupt, Ja, trink es. Weißt du, was dann passiert? Ich habe es gerade miterlebt. Mir geht's ja eher darum. Und kann ich das jetzt mit dem kombinieren? Warum geht das nicht? Ah, jetzt habe ich wieder... Okay, dann hat das damit nichts zu tun. Ja, toll, wie... Die gibt's bei mir im Stream nicht, das solltest du doch inzwischen wissen. Ja, wie soll ich... Kann ich die mit denen gar nicht auffüllen? Scheiße, wie mache ich... Was mache ich denn jetzt? Ich habe kein Feuer.
Das ist jetzt nicht gut. Krieg ich jetzt irgendwo Lampenöl her? Habt ihr zufällig Lampenöl da? Nein. Habt ihr zufällig Lampenöl da? Ach, da ist das Vieh wieder, ey. Das ist das hässlichste Vieh, was ich jemals gesehen habe, ey. Scheiße, das ist mal ein Messer, ey. Die Frage ist, brauche ich überhaupt ein... Aber ich glaube schon, dass ich da eins brauche. Da brauche ich eine Bombe. Ach so. Aber reichen gehen dafür die meine Bomben überhaupt? Man muss ja wohl. Ich dachte, ich bräuchte dafür ein. Ich bräuchte dafür das hier. Die Frage. Wohin ich die Bombe schießen muss. Ah, oh, komm schon. Dahin macht es eigentlich wenig Sinn, die muss dann wohl dahin geschossen werden. So, ich kann nur. Hä? So. Da macht es aber auch keinen Sinn. Hier in die Richtung macht es, glaube ich, am meisten Sinn. Jetzt mit der.
kann ich aber schlecht mit hier rausnehmen. Was? Nicht die... Nee. Ja, ist klar. Kannst mich auch mal. Wow. Wow. Was? Okay. Ah. Da muss ich dann links gehen. Ach, okay. Was zum... Das geht gar nicht. Scheiße. Ich habe jetzt schon wieder die Schnauze voll von diesem Raum. Aber für was brauche ich denn... Für was brauche ich denn die zweite Kugel? Ich kann sie ja nirgendwo hinbringen. Ich kann halt höchstens versuchen da, aber soll sie dafür verwendet werden? Ich wüsste nicht für was sonst. Weil hier durchbekommen werde ich sie ja nicht. Ich weiß nicht, wofür ich die jetzt brauchen könnte. Irgendwie muss dieser Raum zu schaffen sein. Ich weiß nur nicht genau wie. Weil ich rutsche ja da ab. Ah, warte mal. Naja, gut, es wird wahrscheinlich... Jetzt geh halt hoch. Wird mir wahrscheinlich nichts nützen. Das sind ja keine Eisstiefel. Aber man kann es ja mal probieren. Wird wahrscheinlich trotzdem ausrutschen.
Was ist jetzt hier schon wieder von mir gefordert? Ich komme ja nicht... Da komme ich ja nicht rüber, ohne auszurutschen. Und wenn ich jetzt da bin... Na, warte mal, vielleicht... Darüber komme ich ja. Ich hasse... Nein, was macht... Du sollst doch... Oh, jetzt habe ich wieder keine... Verpiss dich. Und du... Aber hier ist ja... Ach so... Stempel sind das Unnötigste, was man hier brauchen kann, ey. Ja, Kompass. Ich brauche einen Schlüssel. Das ist jetzt alles, was hier war. Der fucking Kompass und ein scheiß Stempel. Das ist alles, was ich hier bekomme. Oh, toll. Das hätte ich jetzt beides nicht brauchen gebraucht. Komme ich jetzt wieder zurück? Ich komme ja nicht auf den Weg wieder zurück, weil ich ja da wieder ausrutsche. Was soll das denn? Kann ich mich irgendwo mit dem Enterhaken oder so festhalten? Höchstens... Warte, es ging hier... Ah! Da. Okay. Ja gut, toll. Ich habe jetzt ja damit gerechnet, dass da der Schlüssel ist. Das war jetzt völlig umsonst. Meine Hefe nix verschwendet. Geh weg. Ja, das Einzige, wo ich jetzt noch sehe, dass wir das brauchen können... Doch hier, sonst wüsste ich nicht, wofür ich sie brauchen könnte. Und da ist noch eine. Und eine Truhe. Nochmal fünf. Hä? Wofür brauche ich denn... Kann ja... Die Wand werde ich ja wohl kaum einreißen können, oder? Ich glaube nicht, dass das dafür... dass es dafür geeignet ist. Oder soll ich das da hinten noch mit wieder kaputt... Warum? Link! Verstehe nicht ganz... Wo ich denn jetzt noch was kaputt machen könnte. Es geht ja bloß in die Richtung. Ich versuch's jetzt nochmal. Ich wüsste jetzt sonst nicht, wohin damit. Ja, nee. Nee. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dir anstellen soll. Ist das dein Ernst?
Zück mal dein Schwert schneller, du. Aber wo soll ich? Gut, ich versuch's einfach durch die Wand. Ich weiß sonst nicht wohin noch damit. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich hier auch gar nichts mehr tun, aber irgendwie muss ich ja die Kugel rausbekommen. Brauche ja draußen eine. Ist eventuell einfach nur da, weil wenn man die ja da einmal verschossen hat, dass man halt nicht. Upsi. Fuck. Wow. Ja, draußen ist ein Mechanismus, ja. Aber da muss ich erst mal die Kugeln kriegen. Link, komm jetzt. Greif jetzt das hier. Also ich muss es ja von der anderen Seite dann wieder machen. Das ist doch dämlich. Was ist hier oben? Oh. Nein. Bleib da! So. Sehe schon kommen, dass der irgendwann zum oder das zum Leben erwacht. Ah. Ne.
einer davon. Okay. Das ist ja ganz toll hier mit sowas. In diesem engen Gang. Aber ich sehe schon was. Was? Was? Oh, fuck. Ja, das, bei dem sterbe ich jetzt. Jetzt schmeiß sie doch! Ja, das ist ja ganz toll. Toll, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie ich den besiegen kann. Ich kann ihn dazu animieren, die zu schmeißen. Na, ganz toll. Aber dann... Ja, es ist echt super. Ja, jetzt ist auch schon zu spät. Also irgendwas hatte mit dem Enterhaken auf jeden Fall funktioniert, aber ich komme ja da nicht vorbei. So. Oh. Darf ich wieder bis ganz nach vorne gehen und mir was holen? Oh, geht einfach weg und lasst mich in Ruhe. Oh, der Schnee! Oh nein, ich wollte mich nicht reden, hör auf! Ja, das ist jetzt echt super. Wie komme ich an ihm vorbei, ohne dass ich getroffen werde? Das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Und er wirft ja einfach anscheinend ja auch nur, wenn ich einmal schon drüben war. Oder wenn ich einmal halt hinter ihm war.
Was es natürlich auch nicht einfacher macht. Ich hasse mich, Dreckshunde, ey. Könnt ihr jetzt bitte mal danke... Ach, fick dich doch, ey. Ich hasse das. Nee, hinten ist auf jeden Fall nix. Das ist so zum Kotzen, ey. Kann doch nicht wahr sein, ey. Nee, aber dann stehen wir halt blöd da. Und er wartet so lange, bis ich runterkomme. Ja, super. Ganz toll. Passiert gar nichts. Ich habe keinen Magneten. Ich habe nur die Eisenstiefel. Da ist nichts mit Magnet. Es ist nichts dabei, wo ich mir jetzt denken könnte, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Bumerang? Für was denn? Soll ich ihn mit dem Bumerang bewerfen oder was? Das glaube ich kaum. Da lacht er müde wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, man muss die Kugel irgendwie zurückschleudern. Die Frage ist nur, wie. Vielleicht beim Schwerthieb, aber... Ich krieg die Kugel ja auch nicht in Visier. Ja, aber die Kugel wird nicht anvisiert, was es ein bisschen komisch macht, weil normalerweise wird sowas dann ja anvisiert. Ich krieg die scheiß Kugel ja nicht anvisiert. Das ist... Da! Der Schwanz! Der Schwanz ist es! Oh. Oh. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Okay.
schau nicht nach dem Schwanz. So, jetzt wäre mal der Applaus-Sticker angebracht. Du hältst den Morgenstern, eine riesige Eisenkugel von enormer Zerstörungskraft. Lege ihn auf. Der ist aber ein bisschen kleiner geworden. Oh. Oh. Okay. Er ist auch nicht kleiner geworden. Du hältst dein Ohr und Ziegenkäse. Schon wieder etwas zu essen. War doch klar, die war so unsicher, da musste sie also kommen. Naja, egal, vielleicht fällt dir dann noch was ein. Gehen wir zurück. Wie spaßig. Danke, Reto. Jetzt war es aber eher zum Ziegenkäse. Hier, schön aufs Maul. Du auch. Yeah. Habt ihr nichts mehr zu lachen, ihr blöden Viecher. Ich hasse den Schnee. Ja, ich weiß. Urkrab blockiert immer alles. So schlimm ist er. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Riecht gut. Was hast du denn da? Hör auf, mir immer meine Sachen wegzunehmen. Oh, genau, da hat mich für die Suppe doch gefehlt. Jetzt muss ich sie nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Fick dich. Du füllst Luxussuppe in eine Flasche. Sie riecht lecker nach Käse. Trotzdem, fick dich. Acht Herzen. Nice. Oh Link, jetzt fällt es mir ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich ihn in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Er ist hier, wo das Zeichen ist. Dort muss es sein, ganz sicher. Bitte geh doch noch einmal. Ja, wenn es jetzt schnell genug gehen würde, dann kriege ich ihn noch. Oh, nein, kriege ich nicht gerade. Oh.
Wofür brauche ich denn jetzt noch die Kanone? Hier braucht man wieder einen Schlüssel. Hier ist eine... Fick dich! Kannst mich mal. Ah. Und ein kleiner Schlüssel. Hier, friss. Aber was ist hier unten noch? Das ist eine gute Frage. Ach, das ist die Truhe. Und das ist ein Herzteil. Wuhu. Okay. Die Kugel ist ein Heilmittel. Ja, ich mag sie. So. Gut, dass ich das jetzt gerade noch mal aufgemacht habe, du kleine Mistsau. Ich wollte jetzt gerade schmeißen. Da meinte er jetzt, seinen Speer da werfen zu müssen. Ich hasse dich, du Mistvieh. Ich hätte doch die Kugel schmeißen sollen. Hä? Was ist denn jetzt hin? Hä? Hab ich ihn getötet irgendwie vorher noch? Anscheinend ja. Oh. Hier quasi die Abkürzung schaffen. Okay. Aber das bringt mich jetzt nicht weiter.
Aber es gab doch hier... Ah, da brauche ich aber den Schlüssel. Scheiße, ich habe keinen Schlüssel. 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 Ach ja, genau, da war ja... War das nicht... Ach, das ist ja hier der Raum, genau. Also, ja. Ah, warte mal. So. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen müssen. Nee, es, ach scheiße, es geht ja jetzt nicht mehr. Fuck, war's blöd. Ich muss die, glaube ich, in einer Reihe... Nee, geht das von... Eins, zwei... Doch, das müsste gehen. Ach, das macht die Tür oben auf, okay. Erst einmal den hier müssen wir erstmal nach hinten schieben. Dann müssen wir den hier nach. Ja, aber wie kriege ich dann den letzten? Na, schieben wir das immer dann schon. So. Also den ersten schieben wir jetzt nach hinten. So. Dann nehmen wir den hier. Wie kriege ich dann den dritten? Bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das machen soll. Das geht auch nicht. Ach! Eventuell weiß ich es, weil jetzt kann ich ja... Kann ich ja den wieder verschieben? Ja, klar. Weil der bleibt ja so. Ah. Okay. Außer der bewegt sich jetzt dann deswegen auch wieder. Das wäre scheiße. Nein. Okay. Alles gut. Mag euch nicht. Vielleicht treffe ich ihn von da aus nicht, ist klar. Okay. Oh nein! Verpisst euch einfach, ey. Okay. Gut, ich könnte jetzt da runter, aber das, was ich tun muss, bin ich so ganz sicher. Darüber kommen tue ich ja nicht wirklich. Aber hier runterkommen, das ist ja bloß
Diese eine Ding, genau. Oh. Okay. Ach. Oh, warte mal. Nee. Ah. Sehe ich's gerade. Und da ist er, der kleine Schlüssel. Sie. Schöne Gemälde haben die hier hängen. So, wo geht's denn da jetzt schon wieder lang? Da sind wir jetzt hier wieder. Hey. Sehr schön. Autsch. So. Kleiner Schlüssel. Gut. Und weiter geht's. Oh. Oh. Oh, ich hasse diese Viecher, ey. Geh weg. Oh, jetzt kommen auch noch die Kleinen. Auch. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Auch wieder eine Abkürzung, okay. Au. Okay, jetzt sind wir hier. Ach. Ja, wir haben, ich habe doch gar keine gesehen. Muss ich noch mal schauen. Wo ist eine Kanonenkugel? Warum? Warte mal. Jetzt ergibt das einen Sinn. Weil jetzt kann man die quasi darüber schießen. Aber ist da schon eine drin? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Nee. Ah, aber ich brauche immer noch eine Kugel. Wo ist eine Kugel? Ist unten vielleicht eine? Ich habe mich ja gefragt, wofür
das überhaupt gut sein soll, dass da eine Kanone ist. Jetzt weiß ich's. Da ist auch keine drin. Ah, oh nein. Okay, wir müssen hier komplett... Wir müssen von da aus eine reinholen. Ah, okay. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ach. Clever, 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 clever. Okay. Und ich denke mal, die müssen wir jetzt auf den richten, damit man dann die Treppe hochkommen. Genau. Ja. Okay. Können wir ja die Abkürzung jetzt nehmen. Müssen wir ja nicht wieder runter. So. Ich wollte gar nicht die Bombe... So. Oh je, was ist jetzt wieder? Ja. Okay. Oh, oh. Das ist jetzt noch kein Problem. Au! Aua, 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 aua. Was machst du denn da? Okay. Oh, bis der mal geschmissen hat und dann wieder... Au, jetzt! Deine Mistsau, komm her. Kein Problem. Du erhältst den Schlafzimmerschlüssel. Nun kannst du ins Schlafzimmer, wo die Spiegelscherbe ist. Yay. Puh, endlich haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lange gedauert, aber dafür werden wir die Spiegelscherbe ziemlich bald haben. Yes.
Oh, wie gut, dass dir nichts passiert ist. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir besser, geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden, sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns, ich bring dich hin. Oh, das ist sehr nett von dir. Mir wäre es nett, wenn du ein bisschen schneller wärst. Ach, mein Gott. Das ist sehr nett von dir, dass du mich hinbringen willst, aber ich bin schon da. Wenn du dich die ganze Zeit so schnell bewegst, dann... Oh mein Gott. Vielen Dank, aber willst du nicht auch reinkommen? Irgendwas ist mit dir... Ich habe so ein böses Gefühl. Bitte, hier entlang. Hier ist der Shantian. Sag nur, ist er nicht herrlich? Wunderschön. Wunderschön. Herrlich, dieser Spiegel. Dieser Spiegel bekommst du nicht! Rieseneisklotz Matronia. Du mich auch. Okay, erstmal was trinken. So. Hier, erstmal hier schön. Wow! Oh shit, das war zu wenig. Nicht schnell genug, meine ich. Bam! Oh, Alter! Ja, ich weiß schon, was ich machen müsste. Ich muss mir einen Weg rausbahnen und dann da rauskommen. Verstehe schon, was sie von mir wollen. Ich muss, ja genau. Und dann aber auch schnell genug sein, wieder zu treffen. Das ist nicht so einfach. Oh. Ab
Morgen wird Mafia 2 auf Steam verschenkt. Oh, okay. Ich weiß nicht. Das wird doch reichen. Das war's. Okay. Okay, war ganz nice. Aber jetzt nichts Besonderes. Nicer Boss, aber jetzt nicht. Ich habe schnell kapiert, was ich machen musste. Das war nicht immer so. Also, wir haben jetzt zwei Spiegelscherben. Es fehlen also nur noch zwei, Link. Hey, Mango! Mango, Mango, Mango. Trotzdem tut es mir leid, was dieser Frau angetan haben. Dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Göttinnen können grausam sein. Also gut, Link, beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Bevor noch mehr Menschen jetzt so etwas Schreckliches zustößt. Das ist kein Mensch. Das ist alles andere, nur kein Mensch. Also dann machen wir uns auf die Suche nach den übrigen zwei. Was ist mit mir? Mach dir keine Sorgen, du hattest einfach nur einen bösen Traum. Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Vergiss den Spiegel. Schau in meine Augen, Kleines. Sieh nur. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein... Nein, sieh nur. Ich weiß nicht, wer siegt. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht. Achso, nein. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Deshalb brauchst du... Du brauchst den Spiegel gar nicht mehr. Oh, Liebster. Okay. Das sind ein paar Herzen, für die für mein restliches Leben reichen. Hui. Nehmen sie alle mit auf. Ich nehme alle Herzchen. Und natürlich das Große mit dazu. Hui. Hallöchen, Zimtstern. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, noch mehr. Nein, es reicht. Ich hab genug Herzen für heute. Ich kann dich von hier wegbringen. Ja, ich bin mir sicher. Bring mich weg hier. Die wollen sicherlich jetzt alleine sein. Die wollen sicher alleine sein. Alle haben sich lieb. Naja. So. Es war ein ganz nicer Dungeon. Hat mir ganz gut gefallen. War nicht verkehrt. So. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder zurück müssen nach Hyrule, genau. Oh Mango, we need two more Shadow Mirror Pieces. And then we have the... Link, wo bist du? Oh. Ja.
Hallo Link, ich hab Post für dich. Hier steht auch der Absender. Matonia, sagt dir das was? Ach, die schon wieder. Die hat so schnell geschrieben. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Die hat aber schnell geschrieben. Da. Entschuldigen, dass wir uns gar nicht richtig um dich kümmern konnten, als du neulich zu Besuch warst. Ich wollte dir nur kurz schreiben, dass es mir wieder viel besser geht und ich mit meinem Mann wieder öfter rodeln gehe. Rodeln. Wenn du es auch mal probieren willst, komm doch einfach in den Schneebergen vorbei. Wir haben hier fantastische Pisten. Pisten. Ja, nein, danke. Ich will wieder das Rodeln sehen durch die Pisten. Wurde im Spiel die Uniform wegrationalisiert oder warum müssen die Postboten Unterwäsche die Post das tragen? Das ist japanischer Humor, eventuell. Ich will aber nicht rodeln gehen. Nicht über sie und auch nicht über ihn. Autsch. Hast du gesehen, wie Schloss Hyrule jetzt aussieht? Wir müssen so schnell wie möglich den früheren Zustand des Friedens im Königreich wiederherstellen. Wir zählen auf dich, Link. Du kannst unseren Kampf noch in mancher Hinsicht unterstützen. Aha. Mo wollte sich hier den heiligen Hain aufmachen. Ich glaube, er liegt ungefähr da, wo das Zeichen auf der Karte ist. Im heiligen Hain. Oh, okay. Gut. Kommen wir jetzt nochmal zu einem Art Waldschrein oder sowas. Ja, danke Urkra, danke fürs Vorbeischauen, danke für Sticker-Spam und nach allem anderen. Danke, danke, danke. Und dir noch einen schönen Abend. Es ist ziemlich lange her, dass wir beide in diesem Wald waren. Also war's doch Urkra. Danke für die 5 Bits, anonymer. Sag mal, jenseits dieses tiefen Tales dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben, der von einer heiligen Macht geschützt wird. In diesem Schrein, der von den Vorfahren der Hylianer erbaut wurde, soll es Überreste einer alten, hochentwickelten Zivilisation geben. Wenn es jemand gelingen würde, das Geheimnis dieser alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sicher gerettet werden. Link. Willst du die Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und diesen Geheimnis der alten Zivilisation zu ergründen? Eigentlich nicht, aber was soll's. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. Mach dich nicht über ihn lustig, er fliegt wirklich fantastisch. Er bringt dich über die Schlucht, du wirst schon sehen. Kann ich nicht einfach nicht zum Wolf werden und so?
Hat super funktioniert, würde ich sagen. Ich komme nicht mal dahin, wo ich hin will. Was soll das denn? Oder muss ich da runter? Verdammt, jetzt hänge ich fest. Oh. Tschüss. Ich glaube, ich habe deinen Huhn kaputt gemacht. Okay. Da brauche ich ja, glaube ich, wieder den... Nein, das war falsch. Ich komm da ja nicht rüber mit der Henne. Da werde ich sterben. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich mit der bis darüber fliegen kann. Ja, genau. Tschüss. Geh weg. Oh, echt jetzt? Ja, halt die Klappe jetzt. Gut, hier drüben könnte ich mich wieder in einen Wolf verwandeln. Ja, aber... Das bringt mir ja auch nichts. Müsste das ja irgendwie schaffen, dass ich das wieder ver... Dass ich das denn... Ach. Okay. Wow. Okay. Dann komm mal her, Händchen. Okay. Oh. Oh, warum kann ich das nicht mit dem Wolf machen? Dann immer noch? Ich nehme dich mal sicherheitshalber mit. Ich weiß nicht, ob ich dich nochmal brauche. Nee, okay. Ist da wieder das Ding? Ja. Da ist er wieder. Ah. Du hast mich schon beim ersten Mal so genervt. Muss das denn jetzt sein, dass du schon wieder da bist? Ich weiß halt jetzt nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich einfach nur der Musik folgen. Die Musik ist aber immer da. Also hier komme ich nicht weiter, das heißt, er könnte hier oben sein. Okay.
Das ist jetzt Level Recycling. Das müsste meiner Meinung nach nicht sein. Aber okay. Weil jetzt nochmal das Ganze zu machen gegen ihn, das ist ein bisschen, naja. Ich sag mal, es ist mal redundant. Geht's hier wieder raus? Wo ist... Davor war hier ein Eingang, oder nicht? Ach, da. Den Wasserfall. Oh. Aber das war jetzt nicht der Weg. War es jetzt der Weg? Bin mir nicht mehr sicher. Ja, nein. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ach doch, hier ist doch... Das ist doch hier der Weg zum... Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ach, da war ich doch. Oh Gott. Ich glaube, da muss ich dann rein, aber... Dazu müsste ich ihn erstmal finden. Oh Gott! Wieder nicht. Scheiße. Oh Gott. Okay, von da aus bin ich gekommen. So, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dann geht's ja nur... Entweder noch hier hin. Aber da war ich doch schon, oder? Das ist alles so verwirrend. Ja, hier war ich ja schon. Da war er das erste Mal. Ah. Er muss eigentlich... Also hier war er schon, da geht's raus. Also muss er doch... Da oben ist er nicht. Er muss doch dann irgendwo hier sein. Aber hier ist ja wieder der Weg.
Das gibt's doch nicht. Da war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Ah, da ist er. Das Vieh. Ach, wo ist denn das jetzt wieder? Irgendwo beim Efeu. Achso. Okay. Gut, muss ich mir die Frage gar nicht stellen. Auch gut. Jetzt bin ich wieder hier. Bist du jetzt da oben? Ich glaube, wie immer noch nicht. Nee. Okay. Muss weitersuchen. Das ist anstrengend. Jetzt auch nicht, wie ich es erkennen könnte, ehrlich gesagt. Vielleicht an den Lichtern, aber. Weiß ich halt nicht, ob es da entlang geht oder. Ich glaube, die Lichter, das Licht ist es schon. Ist er jetzt nach rechts oder nach links abgebogen? Da ist er. Ja, und jetzt müsste er ja eigentlich hier weitergegangen sein. Ja. Und dann ist er hier und hier nach rechts. Hier geht's aber nicht weiter. Vielleicht ist das aber auch nur. Oder es ist hier. Und ich müsste hier eigentlich. Oh, ich glaube, ich muss hier. Ich muss hier Feuer entzünden. Das Problem ist, ich habe kein. Aber hier ist auch wieder Licht. Das ist verwirrend. Doch. Okay. Du kannst dich verstecken, wo du willst. Blödes Mistvieh. Wieder los. Mhm.
Gib Ruhe. Willst du denn nicht irgendwann mal aufgeben? Horror-Kit. Ich komm da nicht vorbei. Hehe, war doch lustig, du darfst durch zu dem geheimen Ort. Ja, es war total lustig. Ich hab mich geschüttelt vor Lachen. Heilige Hain, hier ist es also. Das war das Einzige, was du jetzt zu sagen hattest. Okay. Ja, hier war das Schwert. Das Master Schwert. Und es sogar wieder reinstechen, okay. Ach, muss ich? Ah. Okay. Jawohl! Perfekt. Sehr gut funktioniert. Ich hatte jetzt die Befürchtung, dass ich einen nicht erwische. Hat sich nicht bewahrheitet, Gott sei Dank. So. Ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Schätze ich gar nicht. Genau. Oh. Ja, ich kann leider kein Hylianisch. Ich weiß also nicht, was hier steht. Ganz schön pompös für ein kleines Schwert. Thank you.
Okay. Das scheint dann wohl schon der nächste Tempel zu sein. Das ist die Zitadelle der Zeit. Oh. Oh. Ist das denn jetzt dann schon quasi die... Oh ja. Oh, der hat 8 Flure. Ach du Scheiße. Gut, ich bleibe weiterhin bei meinem Vorhaben, pro Ding einen Dungeon zu machen. Jetzt sind wir quasi schon im nächsten. Das ist ziemlich schnell gegangen heute. Dann machen wir für heute Schluss, aber ich hätte jetzt eh nicht mehr viel länger weitergemacht. Also passt das schon. Perfekt. Mango, are you still there? Here, there, everywhere? Oh yeah. I have bought the Metal Slug collection because there was a sale. So now I have the collection. Ah, okay. So, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Morgen gibt's Persona 5 Royal. Am Donnerstag Saints Row. Und am Samstag Userwunsch mit Mass Effect Legendary Edition. Mit Mass Effect 2. Und am Sonntag wie immer den Sonntagswunsch. Es kann jetzt aber sein, dass die nächsten Streams jetzt ein bisschen später kommen werden als 18 Uhr. Je nachdem, vielleicht 7:45, vielleicht erst um 6:30. Und mal schauen, nächste Woche muss ich dann den Streamplan wieder ein bisschen umändern. Wahrscheinlich auf eine Stunde später oder zumindest eine halbe Stunde später, also so 18.30 Uhr rum. Wollen wir mal gucken. Jo, jetzt habe ich das schon vorgenommen, aber egal. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem meiner nächsten Streams oder einem anderen YouTube-Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, danke zum Stern, dir auch eine gute Nacht.